Sitzung am Donnerstag. Als nächstes betritt Gerhard Daimek, Infrastruktursprecher der FPÖ, das Pult. Herr Präsident des Rechnungshofs, meine Damen und Herren, nein, Frau Kollegin Moser, nicht Rettungsgasse. Gold ist das Thema. Gold, weil sich, Gott sei Dank, der Rechnungshof die Goldreserven der österreichischen Nationalbank angeschaut hat. Und zwar nicht in der, sagen wir mal, etwas populärwissenschaftlichen Weise, die man in einigen Tageszeitungen beschrieben und sehen konnte als Zeichnung, dass der Prüfer des Rechnungshofes schon fast Dagobert Duck ähnlich sich irgendwo in England durch Archive durchtauchen oder durchschwimmen. Das Bild dazu ist ja sehr interessant und ist in diesem Haus eigentlich schon einmal aufgewärmt worden. Und zwar haben wir 2011, erinnere ich, im März eine Debatte gehabt, in der ich beantragt, ein paar Themen zu den Goldreserven beantragt habe. Und dann haben zwei Herrschaften der Koalition, ein gewisser Herr Abgeordneter Schickhofer und ein gewisser Abgeordneter Ikrat, unter anderem das Bild des Dagobert Duck gezeichnet, gesagt, das ist sowieso alles nur, wir kennen es, wenn es um die Freiheitlichen geht, populärwissenschaftlich, populistisch, hat überhaupt keinen Sinn, nicht machbar und, und. Was haben wir denn kritisiert? Was war denn das Böse, das wir uns getraut haben? Wir haben gesagt, liebe österreichische Nationalbank, nimm doch bitte das Gold als deine Währungsreserve und nicht als irgendein Spielball. Sei transparent zu deinen Eigentümern, das sind nämlich wir die Staatsbürger und Steuerzahler. Sei nicht nur transparent, sondern lagere dort deine Goldreserven, wo du eine vernünftige Lagerstrategie hast. Und als Zusatzforderung, tu ein bisschen mehr kaufen als verkaufen oder mach einen Verkaufsstopp oder was ähnliches. So, alles nicht möglich, alles Blödsinn. Mehrere Jahre inklusive der zuständigen Finanzminister, die sich offensichtlich nichts um die ÖNB, jetzt hätte ich fast was gesagt, gekümmert haben, die einfach brav jede Anfrage an die ÖNB weitergeleitet haben und alles, was an Anfragebeantwortung zurückgekommen ist, einfach ins Plenum reingeschaufelt haben. Unerträglich, was da an Antworten gekommen ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sich der Rechnungshof einmal eingeschaltet hat. Und der hat da genau das, was wir jahrelang gefordert haben, hat er mal geprüft. Und sieh an, die ÖNB hatte auf internen und externen Papieren, das muss man sich wirklich durch den Mund gehen lassen, eine Lagerstrategie auf Schmierzettelqualität. Standard, kalter Krieg. Wir haben die Prüfung 2015 oder 2014. So, das ist unsere österreichische Nationalbank, der wir unsere Währungsreserven anvertrauen und die sonst das ganze Geld für uns managt, die Währung als solches. Unerträglich für jeden normalen Geschäftsmann. Unerträglich. Der Rechnungshof festgestellt, er hat mehr festgestellt, dort, wo die Lager sind oder wo sie ursprünglich auch teilweise gegenüber den Medien uns im Finanzausschuss angegeben wurden, da waren sie nicht, die waren ganz woanders. Ich meine, die ÖNB hat sich gebürdet und gearbeitet wie ein eigener Staat im Staat. Finanzminister als Aufsicht, vollkommen wurscht, das war denen egal. Trotz Doppelbesetzung, rot-schwarz. Jetzt kann man über den Vizegouverneur sagen, was ist der Neue jetzt, Pribil, hat das eher ein bisschen anders gestaltet, aber der Herr Nowotnik glaubt ja noch immer, er ist eigentlich der große Macho und er kann da tun, was er will. Und da bin ich wirklich so froh, dass dieser Bericht wie eine Ohrfeige im Gesicht des Herrn Gouverneur Nowotny war, dass festgestellt wurde, welche grauenhaften Zustände in der ÖNB gestaltet wurden. Und ich freue mich. Nein. Das hat die ganze Zeit, liebe Frau Kollegin Moser, ich war im Jahr 2012 mit meinem Mitarbeiter beim Herrn Nowotny und wir haben uns das Ganze angehört und er hat gesagt, ich erzähle Ihnen jetzt, wie es wirklich ist, aber Sie dürfen mich nicht erwähnen, weil dann müssen Sie wieder sagen, dass das alles nicht wahr ist und hat uns eine Geschichte reingedruckt, das gelogen war von vorne, Entschuldigung, das war die Unwahrheit, von vorne bis hinten, es war alles nicht anders, bis zu dem Zeitpunkt, dass sich der Rechnungshof dieses Themas angenommen hat und ich freue mich, dass
dass im Endeffekt der Rechnungshof alles das, was wir in Anfragen und Anträgen gefordert haben, auch fordert. Ganz simple Sachen. Und Sie können das, wenn Sie wollen, in einem sehr trocken, sachlich-wissenschaftlichen, stilgeschriebenen Buch nachlesen. Freiheit und Gold, reale Werte für Österreich. Die Geschichte, die Skandalgeschichte der österreichischen Nationalbank und die, sagen wir mal ein bisschen salopp, etwas dazugehörende Untätigkeit der zugehörigen Finanzminister mit den simplen Forderungen, die noch immer dastehen. Transparent, die wird jetzt Gott sei Dank wirklich gemacht und hoffentlich anhaltend. Nicht nur transparent, sondern ein Lagerkonzept, das dem Jahr 2016 entspricht, inklusive der zugehörigen Transporte, nämlich von England Richtung Heimat. Das ist ja auch böse, wenn man das sagt, oder zumindest war es für den Herrn Nowotny nicht böse. Und sowas Ähnliches wie ein Aufstocken. Und ich freue mich auch, muss ich jetzt sagen, in Richtung der SPÖ, dass es auch in der SPÖ kritische Stimmen gegen den Herrn Nowotny gegeben hat. Und dass man auch bemüht hat, dass man sich bemüht hat, ihn bei der Vertragsverlängerung ausrutschen zu lassen. Aber er hat halt leider die Mehrheit gefunden und darum ist er noch in Amt und Ehren. Aber ich danke auf jeden Fall dem Rechnungshof, dass er sich wirklich ordentlich, tatkräftig, systematisch und alles, was man an positiven Wörtern dazu finden kann, in dieser Sache eingesetzt hat. Danke. Ja, Herr Daimek von der FPÖ äußerte sich in seiner gestrigen Rede zur Kritik des Rechnungshofes an der Lagerung der Goldreserven durch die österreichische Nationalbank. Als